Hi und herzlich willkommen. Du bist schwanger und möchtest trotzdem etwas für deine Fitness tun? Dann habe ich heute genau das richtige Workout für dich. Bitte denk daran, dass du bei dem Training in der Schwangerschaft zuerst das Okay von deinem Arzt holen solltest. Trainiere nur so viel, wie dir gut tut und versuche auf deinen Körper zu hören. Für dieses Workout benötigst du bequeme Sportklamotten, ausreichend zu trinken, eine Fitnessmatte oder ein dickes Handtuch und ein Theraband. Ich wünsche dir viel Spaß. Bevor wir so richtig loslegen, starten wir mit einem kurzen Warm-up, um die Muskeln und Gelenke aufzuwärmen und uns auf das Training vorzubereiten. Nimm dafür deine Füße etwas weiter als hüftbreit auseinander, lass deine Fußspitzen leicht nach außen zeigen und halte deine Knie leicht gebeugt. Atme einmal ganz tief durch die Nase ein, streck dich dabei und atme durch den Mund wieder aus. Tief einatmen und strecken, ausatmen durch den Mund, zweimal noch. Einatmen, strecken und ausatmen. Ein letztes Mal, tief einatmen und ausatmen. Kreise deine Schultern zurück in großen Bewegungen. Atme ein, zieh die Schultern bis zu den Ohren hoch. Atme aus und zieh die Schulterblätter zusammen. Noch 8, 7, 6 noch, 5, große Bewegungen, 4, 3, 2 und wir lassen die Kreise etwas größer werden. Nimm deine Ellbogen mit. Und noch einmal, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2. Ein letztes Mal, diesmal die Arme strecken und mit gestreckten Armen nach hinten. Noch einmal, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wir wechseln die Richtung. Lass deine Arme nach vorne kreisen, mit den Oberarmen nahe den Ohren vorbei. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, ein letztes Mal und etwas ausschütteln. Sehr gut. Nimm deine Füße wieder weiter zusammen. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne. Deine Knie sind locker. Deinen Rücken hältst du ganz gerade. Zieh jetzt die Knie bis auf Hüfthöhe nach oben. Streck am besten deine Hände nach vorne und versuch mit den Knien deine Handflächen zu berühren. Auch hiervon nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Nimm deine Hände in die Hüfte, heb ein Knie an und öffne das Knie so weit du kannst zur Seite. Hoch, öffnen und tief. Hoch, öffnen und tief. Noch 4 auf dieser Seite. 3. Noch 2. Und ein letztes Mal. Wir wechseln die Seite. Zieh dein Knie nach oben bis auf Hüfthöhe. Öffne es zur Seite und senke es wieder ab. Auch hier nochmal 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Schüttel deine Arme und deine Beine etwas aus. Die Fußspitzen zeigen wieder nach vorne. Lass deine Knie gebeugt, stütz deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab und mach deinen Rücken einmal ganz rund. Drück deine Schulterblätter auseinander. Streck dich. Brust nach vorne, Rücken etwas im Hohlkreuz und wieder runden. Strecken und runden. Strecken und rund machen. Noch 4 und rund. 3 und rund. Denk an deine Schulterblätter. 2 noch. Ein letztes Mal und komm ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Lass den Kopf hängen. Als letztes kreis deine Schultern nochmal nach hinten. Atme tief durch. Knie sind locker. Dein Rücken ist gerade. Nimm deine Hände auf Schulterhöhe. Die Handflächen zeigen nach unten. Versuch jetzt deine Hüfte still zu halten und ab der Hüfte deinen gesamten Oberkörper zu drehen. Schau nach hinten über deine Schulter. Deine Hand hinterher. Wechsel die Seite. Drehen und zur Mitte. Drehen und zur Mitte. Drehen und zur Mitte noch 4-mal. 4, Mitte, 3, Mitte, 2, Mitte, ein letztes Mal, drehen
Und zur Mitte. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Streck dich. Lass die Luft durch den Mund raus. Einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Tief einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Nimm jetzt einen Schluck aus deiner Trinkflasche und wir beginnen sofort mit dem ersten Teil. Mit fortschreitender Schwangerschaft wirst du bemerken, dass du vor allem deine Rückenmuskeln benötigst, um eine aufrechte Haltung zu bewahren. Deshalb beginnen wir in diesem Workout zunächst mit einer Serie an Rückenübungen. Dafür benötigst du dein Terra-Band. Starte mit den Füßen etwas weiter als hüftbreit. Wie immer zeigen deine Fußspitzen leicht nach außen, deine Knie sind gebeugt und dein Oberkörper ist schön aufrecht. Drücke ganz bewusst die Schultern nach unten, weg von deinen Ohren. Nimm jetzt dein Terra-Band, halte es mit den Händen auf Schulterhöhe. Achte darauf, dass das Band in der Mitte nicht durchhängt, sondern schon relativ stramm ist. Schultern sind tief, atme ein. Beim Ausatmen ziehst du jetzt das Band nach hinten, so weit du kannst, und löst es wieder beim Einatmen. Ausatmen und einatmen. Ausatmen und einatmen. Achte darauf, dass der Rücken ganz gerade bleibt. Schiebe deine Beckenknochen nach vorne. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Viel Spannung auf dem Band. Und davon machen wir noch 8. Lösen. 7. Lösen. 6 noch. Halte deine Schultern tief. 5. Noch 4. Feste zieh an deinem Band. 3. Noch 2. Achtung, wir halten hinten. Schieb deine Schulterblätter zusammen und in kleinen wippenden Bewegungen das Band nach hinten ziehen. Für 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Halten. Löse nach vorne und wir starten in die zweite Runde. 8 große. Auf geht's. 8. Und löse. 7. Und löse. 6 noch. 5. Atme aus. Zieh die Hände zur Seite. 4. 3. 2. Achtung. Hinten halten. Schultern sind tief. 8 kleine. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Nach vorne lösen. Hände bleiben auf Schulterhöhe. Dritte und letzte Runde. Auf geht's. Band ist schön gespannt. Für 8. 7. 6 noch. Rücken gerade. 5. Knie sind locker. 4. 3. 2. Achtung. Endspurt. Hinten halten. Die letzten 8 kleinen. Auf geht's. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und locker lassen. Sehr gut. Kreise deine Schultern. Atme tief durch. Entspann deinen Nacken etwas. Kipp deinen Kopf langsam von rechts nach links. Schultern nochmal etwas ausschütteln. Und wir machen weiter mit der nächsten Übung. Ebenfalls für die Rückenmuskulatur. Falte dein Band. Starte mit den Füßen parallel. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne. Die Knie sind leicht gebeugt. Dein Po ist angespannt, dein Rücken ist gerade. Nimm deine Hände jetzt schulterbreit an das Band. Lehn dich nach vorne. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade ist. Nimm die Arme nach unten. Atme aus, zieh die gestreckten Arme nach oben und senk sie langsam wieder ab. Versuch dabei, Spannung auf dem Band zu halten. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Solltest du schon einen größeren Bauch haben, dann lehn dich einfach nicht ganz so weit nach vorne. Bleib etwas weiter vor oben. Achte aber darauf, dass der Rücken gerade ist und du den Nacken entspannst. Also auf den Boden runterschaust. Ausatmen hoch. 8. Und tief. Noch 7. Und tief. 6 noch. Tief. 5. Rücken gerade, zieh am Band. Noch 4. 3. 2 noch. Achtung, wir halten oben. Halte oben. Und wir halten für 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Langsam lösen. Wir starten in die zweite Runde. Feste Spannung auf dem Band. Für 8. Und tief.
7. Langsame und kontrollierte Wiederholungen. 6. Und 5. Noch 4. 3. Rücken ist gerade, Arme sind gestreckt. 2. Achtung, oben halten. Für 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Langsam lösen, atme gleichmäßig. Letzte Runde, auf geht's. 8. Und tief. 7. Und tief. Denk nochmal daran, deine Hände auseinander zu ziehen. Viel Spannung auf dem Band. Noch 5. Und 4. Arme strecken, Kopf locker. 3. 2. Achtung, oben halten. Und wir wippen diesmal. 8 kleine. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, langsam lösen, lass den Kopf hängen und komm ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Atme durch, sehr gut, schüttel deine Arme etwas aus, ruhig auch die Beine etwas lockern, Schultern nach hinten kreisen, tief durchatmen. Nimm dein Band, falte es auf, stell dich mit einem Fuß auf die Mitte deines Bandes. Achte darauf, einen kleinen Ausfallschritt zu stehen und die Knie gebeugt zu lassen. Außerdem solltest du dich ein ganz klein wenig nach vorne legen und darauf achten, keinen Buckel und kein Hohlkreuz zu machen. Also der Rücken bleibt ganz gerade. Wir ziehen die Hände nach außen hoch. Hoch und tief. Hoch und tief. Die Schultern bleiben tief dabei. 8. Ausatmen hoch. 7. Und 6 und 5. Feste, viel Spannung auf dem Band. 4 und 3 und 2. Achtung, wir halten oben. 8 kleine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kurz lösen. Tief einatmen. Nochmal schauen, dass die Fußspitzen nach vorne zeigen. Und wir starten in die zweite Runde. Auf geht's. 8 und tief. 7 und tief. 6 noch feste. Zieh nach oben. 5. Arme leicht gebeugt. 4. 3. 2. Achtung, wir halten oben. 8 kleine. Los geht's. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 und lösen. Puh. 2 Runden sind geschafft, eine ist es noch. Einatmen und los geht's. Dritte Runde. 8 und tief. 7 und tief. 6 noch, jetzt nicht aufgeben. 5, halte deinen Rücken gerade. 4, 3, langsam wird's schwer. 2, Achtung, Endspurt, oben 8 kleine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Super, schüttel deine Arme etwas aus, löst das Band von deinen Beinen, atme durch, lass deine Schultern kreisen. Tief ein- und ausatmen, leg den Kopf nochmal auf die Seite, halte einen Moment und leg ihn zur anderen Seite. Auch hier kurz halten, durchatmen, Beine etwas ausschütteln, nimm dein Band wieder und falte es, je nachdem wie lang dein Theraband ist, ein- oder zweimal falten, sodass du es bequem schulterbreit greifen kannst. Als nächstes kommt eine Ganzkörperübung, die aber hauptsächlich deine Oberschenkel, Vorder- und Rückseite sowie deine Po-Muskulatur kräftigt. Starte dafür wieder mit den Füßen etwas weiter als hüftbreit. Die Fußspitzen kannst du leicht nach außen zeigen lassen. Nimm deine Hände nach vorne, schulterbreit greifen, etwas Spannung auf dem Band und wir gehen in die Hocke und heben gleichzeitig die Arme nach oben. Tief und hoch. Komm tief und hoch. Achte darauf, dein Nacken ist locker, dein Gewicht ist komplett auf deinen Fersen. Schieb deinen Po nach hinten. 8 und hoch. Zurück. 3. Gewicht auf den Fersen. 10 sind locker. 2.
unten, nimm die Arme nach vorne und wir wippen für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und langsam lösen. Wir starten in die zweite Runde. Auf geht's, Arme nach oben. 8, 7 und 6. Der Rücken bleibt gerade. 5, zieh am Band. 4, 3, 2, Achtung, halten, Arme nach vorne, Spannung und kleine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nach oben kommen. Dritte Runde, atmen nicht vergessen. 8, 7, zieh nochmal am Band. 6, 5, noch 4, spann deinen Po an. 3, 2, wir halten unten, Arme bleiben vorne, kleine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und langsam lösen, Beine etwas ausschütteln, Arme lockern, tief durchatmen und wir machen weiter mit der nächsten Übung, ebenfalls für deine Oberschenkel und Po-Muskulatur. Dafür kannst du dein Band zur Seite legen. Komm in einen Ausfallschritt. Füße parallel, einen Schritt nach hinten. Achte darauf, beide Fußspitzen zeigen ganz genau nach vorne. Oberkörper ist aufrecht, nicht nach vorne kippen. Nimm deine Hände nach vorne, Schultern tief, komm nach unten. Tief und hoch. Tief und hoch. 8 Stück auf dieser Seite. Los geht's. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, Achtung, wir halten unten, nimm deine Arme nach oben, streck dich und wir wippen. Kleine Bewegung, soweit du kannst, unten bleiben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, langsam nach oben, Arme verschränken, los geht's, zweite Runde. 8, 7, 6, 5, noch 4, schieb das hintere Knie zum Boden, 2, bleib unten, Arme strecken und die kleinen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lösen, dritte und letzte Runde auf dieser Seite, durchatmen, weiter geht's, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unten halten, streck dich, 8 kleine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Puh, atme durch, schüttel deine Beine aus und wir wechseln natürlich die Seite. Diesmal mit dem anderen Bein nach hinten, Fußspitze nach vorne. Oberkörper aufrecht, Hände verschränken, komm nach unten, für 8, 7, 6, 5, 4, 3 noch, sehr gut, 2, bleib unten, das hintere Knie ist nahe beim Boden, streck dich, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zweite Runde. 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, bleib unten, streck die Arme. Kleine 8, 7, 6, 5, 4 und lösen. Eine dritte und letzte Runde. Auf geht's. 8, 7, noch 6, halte durch. 5, 4, 3, 2, unten halten, Endspurt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Super, schüttel deine Beine aus. Atme tief durch.
Atme einmal durch die Nase ein, durch den Mund aus. Einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Tief einatmen. Und ausatmen. Als nächstes kümmern wir uns um die Rumpfmuskulatur. Komm dafür auf deine Matte runter. Gerade in der Schwangerschaft gibt es natürlich einige Einschränkungen, was das Training der Bauchmuskulatur betrifft. Gerade Bauchmuskeln solltest du nicht mehr so doll trainieren, je weiter du in der Schwangerschaft voranschreitest. Sehr sinnvoll ist aber, die seitliche Rumpfmuskulatur zu trainieren. Und genau das werden wir jetzt mit dieser Übung tun. Komm dafür auf deine Matte. Du hast für diese Übung verschiedene Varianten. Solltest du relativ Kraft im Rumpf haben, dann kannst du dich auf deine Hand abstützen und die Beine ausstrecken. Das vordere Bein einfach mit dem Fuß vor den hinteren Fuß legen und die Hüfte nach oben drücken, sodass du dich im Seitstütz befindest. Etwas leichter kannst du diese Übung machen, indem du dich auf dem Ellbogen abstützt und die Beine anwinkelst. Auch hier drückst du die Hüfte nach oben, bis dein Körper eine gerade Linie bildet. Atme gleichmäßig, tief ein und aus und versuch, die seitliche Rumpfmuskulatur anzuspannen. Also such dir die Variante, die dir am besten zusagt. Und wir heben und senken die Hüfte. 3x8 Wiederholung pro Seite. Los geht's. Hoch und tief. 1, 2, 3, 4. Atme aus nach oben. 5, 6, 7 und 8. Langsam absetzen. Kurz durchatmen, wenn du möchtest, auch gerne die Hand etwas ausschütteln. Und wir starten in die zweite Runde. Achte nochmal darauf, dein Körper bildet eine gerade Linie. Los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, feste, schieb die Hüfte nach oben, 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Wieder kurz absetzen, Hand etwas ausschütteln. Es ist völlig normal, dass du diese Übung auch in den Schultermuskeln spürst. Etwas Kraft sammeln. Ein letztes Mal. 8 Stück auf dieser Seite, bevor wir die Seite wechseln. Los geht's. 8. Und 7. Und 6. 5. Vergiss nicht zu atmen. 4. 3. 2 und ein letztes Mal, drück dich hoch und tief. Super, etwas auslockern und die Seite wechseln. Such dir wieder die passende Variante. Tief durchatmen, Hand oder Ellbogen unter die Schulter, Bauch einigermaßen festhalten, also nicht ganz locker lassen, Rücken gerade, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Sehr gut. Kurz Pause, wenn du möchtest, wieder etwas auslockern. Durchatmen. Und wir starten wieder in die zweite Runde. Hand oder Ellbogen unter der Schulter. Ausatmen. Nach oben. Los geht's. 1. Spann die Seite an. 2. 3, 4, 5, 6, 7, hoch mit der Hüfte, einmal noch und 8. Sehr gut, ausschütteln, durchatmen, kurz verschnaufen. Und wir haben noch eine allerletzte Runde auf dieser Seite, die schaffen wir jetzt auch noch. 8 Wiederholungen, Bauch fest, Schultern tief, Körper eine gerade Linie, los geht's. Die allerletzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Ausschütteln. Durchatmen. Kurz verschnaufen. Und wir bleiben direkt seitlich sitzen und machen letzte Übung dieses Workouts, noch etwas für unsere seitliche Oberschenkel- und Po-Muskulatur.
setz dich dafür ganz bequem in einen halben Schneidersitz. Das heißt, dein einer Fuß liegt vorne auf dem Oberschenkel, das andere Bein hast du nach hinten angewinkelt. Zieh jetzt die Fußspitze des hinteren Fußes an. Stütz dich seitlich ab, neben deinem Oberschenkel, vordere Hand nach vorne oder ebenfalls zur Seite. Und versuch das Bein mit dem gesamten Knie nach oben zu heben. Los geht's. Hoch und tief, nicht mehr ablegen. Hoch und tief. Achte darauf, nicht wegzukippen. 8 Stück, auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Achtung, wir halten oben. Jetzt streckst du das Bein, kick nach vorne. 8, 7, 6, 5, Knie in der Luft. 4, 3, 2, und langsam lösen. Kurz absetzen, wenn du möchtest, etwas ausklopfen. Durchatmen. Zweite Runde. Los geht's. 8, 7, 6. Achte nochmal auf deine Fußspitze, die ist fester angezogen. 4, 3, 2. Halte oben und kicke. 8, 7, 6. Noch 5, 4, 3, 2 und kurz absetzen. Du möchtest ausklopfen, Luft holen, mach dich bereit für die dritte und letzte Runde auf dieser Seite. Auf geht's. 8, 7, 6, 5 und noch 4, noch 3, noch 2. Wir halten oben die letzten 8 Kicks. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ein letztes Mal, Kick und lösen. Super, wechsel die Seite. Wie versprochen, ist es die letzte Übung, also versuch nochmal alles zu geben. Leg den vorderen Fuß auf deinen Oberschenkel. Denk bitte daran, die Fußspitze anzuziehen. Stütz dich ab, nicht zu sehr zur Seite kippen. Los geht's. 8, 7, 6. Noch 4, atmen nicht vergessen. 3, 2, halte oben und wir kicken für 8. 8 und ran. 7 und ran. 6, 5, schieb die Ferse nach vorne. 4, 3, 2 und kurz lösen. Lass den Muskel sich kurz erholen. Nimm tief Luft, ausatmen. Zweite Runde. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, halte und kick. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker lassen. Super. Sammel jetzt nochmal etwas Kraft für die dritte und letzte Runde. Danach wird es angenehm. Auf geht's. Los. 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, hoch mit dem Knie, wir kicken nach vorne, die allerletzten, 8, 7 und 6, 5, 4, 3, 2 und locker lassen, super, du hast es geschafft, komm einmal in den Vierfüßlerstand. Schieb deinen Po nach hinten, so weit du kannst. Sollte dein Bauch schon größer sein, stütz dich ab und bleib einfach mit dem Oberkörper etwas aufrechter. Ruhig mit dem Po einmal links und rechts wackeln, so leicht über die Fersen drüber schieben. Und mach einmal eine Katzenbuckel. Heb den Bauch nach oben an, Schulterblätter drückst du auseinander, lass den Nacken locker und den Kopf hängen lassen. Langsam lösen. Einatmen, beim Ausatmen noch einmal rund. Langsam lösen. Richte deinen Oberkörper auf, kreis die Schultern nach hinten, stell einen Fuß auf und schieb dich nach vorne. Achte darauf, das Becken gerade zu lassen. Die Dehnung solltest du hier vorne im Hüftbeuger spüren. Atme tief ein, nimm die Schultern zurück. Langsam lösen, wechsel die Seite,
Zieh das Bein wieder ran. Anderes Bein nach vorne. Becken gerade. Schieb dich nach vorne, soweit es geht. Zur Not das Bein etwas nach außen stellen, damit der Bauch Platz hat. Langsam lösen. Setz dich ganz bequem auf deine Fersen. Lass die Schultern kreisen. Atme einmal tief durch. Entspann deine Muskeln. Leg den Kopf auf eine Seite. Schieb die entgegengesetzte Handfläche zum Boden runter. Wenn du möchtest, darfst du die andere Hand zur Verstärkung nehmen. Ganz wichtig, nicht reißen, sondern vorsichtig etwas dehnen, sodass du die Dehnung seitlich im Nacken spürst. Entspann dich. Langsam in die Mitte zurück, Kopf zur anderen Seite, Handfläche tief. Und du möchtest etwas nachhelfen. Und lösen, Schulter nochmal kreisen, tief ein- und ausatmen. Und zieh einmal die Schultern hoch, soweit du kannst, und lass sie fallen. Einatmen hoch und ausatmen, fallen lassen. Zweimal noch hoch und fallen lassen. Hoch und fallen lassen. Schüttel deine Arme aus, entspann dich. Du hast das Training gut gemacht. Ich hoffe, dieses Schwangerschaftsworkout mit mir hat dir Spaß gemacht. Und bitte denk daran, wenn du während der 9 Monate versuchst, dich gesund zu ernähren und fit zu bleiben, dann tust du nicht nur deinem Baby einen Gefallen, sondern du wirst auch den Schwangerschaftsspeck, sprich den Babyspeck nach deiner Schwangerschaft, umso schneller wieder loswerden. Falls dir dieses Workout gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und ich freue mich unheimlich über dein Feedback. Also bitte hinterlass mir einen Kommentar. Bis dann. Ciao.